Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 9. Das letzte Mal haben wir den ersten Tenor in dieser Höhle da besiegt, also irgend so ein Eisding. Haben dadurch unsere Freunde, die davor eingefroren waren, befreit quasi. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wollte zuerst ja schon zu dem Weg rennen. Dann tun wir das jetzt auch. Ein Speicherpunkt. Hey, was ist das nur? Boah. Ich verglüh. Hey, Kupo. Hast du etwa nicht mehr alle Bommel auf dem Kopf? Hossa, jetzt bin ich ja wieder frei. Danke, Chef. Bist echt schon in Ordnung. Active Time Event. Mockmeier erleuchtet uns. Die zweite Unterrichtsstunde. Neue. Bringst du mir heute wieder so einiges bei, Cooper? Na logisch, Kleiner, also sperr mal deine Lauscherchen auf. Heute werde ich dir wieder so einiges an Wissenswerten beibringen. Über den Status. Wird Zustand genannt. Es gibt positive und negative. Die negativen, die es gibt. Einschränkende. Konfus, Charakter kann nicht mehr gescheut werden und greift Gegner und Verbündete an. Tobsu, Charakter gerät außer Kontrolle und mutiert zum Berserker. Stopp, Charakter wird bewegungs- und handlungsunfähig. Gift, ja, Schlaf, sagt eh auch alles. Gemach, ATP-Leiste, ultig langsam und Charakter werden. Hitze, Charakter leidet Verbrennungen. Gut. Frost und Wicht, Charakter schrumpft mit seinem Angriff, okay. Und jetzt die negativen Zustand, die sich selbst nach dem Kampf nicht aufgehoben werden. Die sollte man schnellstens im Menü überprüfen. Stein. Gut. Toxitus, HP werden gepasst. Infektion wird angehalten, auch nach erfolgreichen Kampf, weil da wieder XP. Schweigen, es können keine Zauber ausgeführt werden. Blindtrefferquote des physischen Angriffes sinken. Neurose, erlittener Schaden wird ebenfalls auf die restlichen. Okay. Zombie, jegliche Zeit haben den gegensätzlichen Effekt. Positiv. Wiedergeburt. Charakter kuriert sich bei Kampf und Fähigkeiten einmalig von selbst. Regener regenerieren sich stufenweise. Haarslatte B-Leiste. Levitas Charakter wird schwerelos und Angriffselement Erde zeigt keine Wirkung. Shell verringert den magischen. Protest verringert den physischen. Verschwinden Charakter wird unsichtbar. Reflekt reflektiert. Existieren auch noch Veränderungen wie Todesurteil oder Gips. Aber Achtung, sind alle mitgegangen, befinden sich in Zustand Stoppstein. Toxitus wird die Gruppe als ausgelöscht betrachtet. Gut. Und befinden sich Zustand Stein, bla bla bla, wenn diese keine XP und okay. Über die elementaren Eigenschaften: Hitze, Kälte, Donner, Erde, Wasser, Wind, Himmel und Schatten. Diese Eigenschaften, die wir also in der Defensive genutzt haben, werden den Gegnern gegen euch verwendet werden. Es kommt also auch an die Kennzeichen der verschiedenen Eigenschaften: Hitze, effektiv gegen Kälte. Gegner oder Untote, Kälte effektiv gegen Hitze, Gegner oder Drachen ebenso gegen Insekten oder Groß, Donner effektiv gegen Monster, die sich in der Nähe vom Wasser aufhalten, Erde wirkungslos gegen fliegende Gegner. Wasser gegen Hitze, Wind gegen fliegend, Himmel, Schattenelementare, Schatten gegen Himmelelementare, die neutrale ist gegen Elementare. Und alles verstanden, wenn ihr mit den Eigenschaften umgehen könnt, gehört ihr schon zur Elite. Über das Kartenspiel. Tetra Master, vielleicht wisst ihr schon, ob das Welt gibt, also Mengen gibt Kartenspiele. Muss ich nicht deswegen einfach mal ansprechen. Sie waren Zocker, sind meist geübt, bla bla bla. Manche auffordern, man kann sie mit 4-Regeln zu 5 Karten gewählt werden. Die Partie ist eröffnet, zeigt die gelben Dreiecksmarkierung auf der geringen Karte, wird sie umgeht. Das haben wir heute schon einmal, nicht heute, das haben wir schon mal gehabt. Ja, das musste ich einmal spielen. Ach Gott. Das müsste ich einfach mal spielen, ohne dass ich. Ja. Gut. Jetzt haben wir uns das Tutorial auch mal durchgelesen. Wir haben es überflogen im Endeffekt. Also ich habe es überflogen. Jetzt Mocknet. Schauen wir mal. Geht klar, ich muss diesen Brief von mir. Passt. Wir haben einen Brief mitgenommen. Ich speichere jetzt einfach mal. Speichere, Cooper. Und speichere.
Ich weiß gerade gar nicht, hört sie mich eigentlich in der Zwischenzeit, während ich speichere? Ich rede einfach mal. Da ich sowieso nichts herausfinde, ohne mir das Video jetzt anzuschauen. Falls ihr mich nicht gehört habt, ich habe einfach in der Zwischenzeit irgendeinen Schwachsinn geredet. Werde ich mir dann anschauen, ob man es hört. Gut. Dann geht es jetzt wieder retour und wir gehen diesmal aber oben weiter. Oder? Nachdem ich da das letzte Mal alleine war. Gut. Ja, kann hüpfen, der Kleine. Ach, schon wieder die... ein Schleim mehr als sonst. Oh, Sidan, Kampfpudding 1. Nein, ich will gar nicht. Angriff, ja, greifen wir an. Schwarze Magie Feuer, da gehen wir auf den zweiten. Und noch das Schwert Feuer auf den dritten, dass die einmal weg sind. Ich bräuchte jetzt ganz dringend einmal Angriff wieder auf den ersten. Ein bisschen MP. So, jetzt gehen einfach... Der sollte nicht tot sein. Und jetzt einfach alles, was geht, auf den Typen. So, jetzt sollten eh Steine und Sidan. Ja, ganz genau. Gut. Sehr schön, auch Level 5 erreicht. Und schon sind wir aus der Hölle draußen. Und da schau ja. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht doch nichts über den klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, hey, nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin und vergessen, du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuerei ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielst du denn da schon für eine Rolle? Und was bildest du dahergelaufener Bandit dir eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen? Für dich heißt das ihre königliche Hoheit. Erspar mir dein Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar. Und wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Mach dir immer einen auf einen Ritter, wie hört bitte auf, euch zu streiten. Hört sofort auf, euch zu streiten. Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist jedenfalls sicher. Ich sollte diese Reise tatsächlich nicht mehr als gar nicht fortführen. Sag mal, Sidan, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da? Naja, das ist ein Dolch, aber nicht irgendeiner. Hey, ein sogenannter Niliendolch, extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffen, so wie diese, nennt man Dolche. Etwas längere werden dann Kurzschwerter, die ganz großen, die man bei den... danke, ich glaube, das genügt. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt. Prinzessin, der Dolch mag zwar klein sein, aber er ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneidet euch bitte nicht. Und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es. Nennt mich von nun an Lilly.
Ja, passt schon. Ein absoluter edler Name, Lili. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuch doch mal einfach so frei von der Leber weg wie ich zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgeschochen. Gut, ich werde mir redlich Mühe geben. Nein, nein, in einem Fall wie diesem sagst du zum Beispiel, was würdest du wohl sagen, Vivi? Okay, werde es versuchen. Okay, werde es versuchen. Das ist es, Lilly. Gut, nachdem jetzt alles geklärt ist, wollen wir dann so langsam mal. Das da drüben schaut mir nach dem Dorf aus. Davor müssen wir anscheinend nochmal kämpfen. Damit habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht gerechnet. Bam! Damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Go, Baby. So, jetzt kriegt sie halt keine Erfahrungspunkte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, gut, was soll's. Eigentlich will ich ja eh nur in dieses Dorf da. Aber puh, der hatte Damage. Boah, schaut doch mal, wie die Pension. Wie die Pension ist hier drüben. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ich würde noch so gern zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Finde ich schlau. Ich hoffe, ausruhen heißt einfach mal alles auffüllen. HP und MP. Hast du das gesehen? Habe ich. Dorf Dali. Gut, hätten wir das Dorf da. Hallo. Ach hey, bitte verzeiht, seid willkommen. Na na, ein hübsches Fräulein anschauen geziemt sich aber gar nicht. Nein, eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den. Wie dem auch sei. Bitte sehr. Sieh da an. In welchem Zimmer soll ich die Nacht verbringen? Na, in dem gleichen Zimmer wie wir alle. Aber sieh da an, ich habe noch nie mit Männern im gleichen. Das kann ich ja verstehen, aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal keine Einzelzimmer. Also los, rein mit euch. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eins wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgeschützt, müssten wir doch jetzt schon in. Dann wären wir jetzt schon längst im Nachbarreich Lindblum. Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Tja, als blinder Passagier wäre es wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Über die Grenze also. Titan, hör mich an! Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich nicht wissen lassen, aber ich muss einfach. Hab verstanden, mach dir keine Sorgen, ich werde dich schon nach Lindblum bringen. Grrr, ich habe mir diesen Schwachsinn lange genug angehört.
Prinzessin, hört auf mich und schenkt seinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Tunichgut euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch nur an den verwunschenen Wald. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mit mir zurück ins Schloss. Dass ich im verwunschenen Wald mit der Rettung von Lilly zögerte, war ein Fehler, aber das kommt nie wieder vor. Mein Entschluss steht fest, ich werde Lilly auf ihrem Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Dann verrat mir doch, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben. Also, das ist eher ein Schnarchen. Meister Vivi? Es war ein anstrengender Tag und es sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber weil der Herr Ritter von Klapperhausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste, was? Lass uns auch ein wenig schlafen. Was für eine liebliche, liebliche Stimme. Wer singt da? Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Die Stimme klang nach Lilly? Scheinen ja alle schon auf den Beinen zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. Active Time Event. Vivi und die Kinder. Aua, aua, was ist denn passiert? Hey, du bist doch der von gestern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mir aus dem Weg gehen. Gift sein. Potion erhalten. Da gehen wir mal raus. Active Time. Lilly bemüht sich. Was wohl? Jetzt im Schloss vor sich geht. Wie konnte es nur dazu kommen? Auch wenn es zu meiner Rettung war. Mutter, warum hast du das Feuer auf uns eröffnet? Es gab sicherlei viele Verletzte unter dem Volk und den Adligen. Und dann jene, die nicht mit einer einfachen Verletzung davongekommen sind. Im verwunschenen Wald sind noch... Hältst du Maul auf dem... Was? Die alte... Hältst du Maul auf dem Pfeil? Husch, husch, Platz da. Maul auf dem... Oh, bitte vergib mir. Ich meine, entschuldigt. Herrschaftszeiten nochmal, diese Jungen von heute. Pfah. Was macht ihr da? Nach was sieht's denn aus? Ich beseitige das Ungeziefer, das mein ganzes Gemüse zerfrisst. Ihr tötet diese Insekten? Bist du vom Zirpenschutzverein? Ungeziefer sind die Monster. Wenn du nicht Acht gibst, fressen sie dir alles weg. Fressen? Da, schon wieder eine. Oh, eine Juckzirpe. Juckzirpen ernähren sich also vom Gemüse? Die Juckzirpen machen dir nichts aus? Du bist ja ein seltsames Ding. Ich habe bisher noch kaum welche gesehen. Aber wenn ich meine Redeweise und mein Auftreten ändern will, dann sollte ich vielleicht auch so tun, als fände ich sie. Drei. So, wir speichern da jetzt aber auch gleich mal wieder. Magnet, warte mal. Dann kann man den Brief überreichen. Ein Brief von Mois? Ich mag Mois eigentlich nicht, aber ich kann ihn ja mal lesen, Cooper. Da kam irgend so ein Depp mit Flügeln vorbei und friert mich einfach so
mir nichts und dir nichts ein, Kopo. Und als ich da wie ein Eisblock rumstand, latschte auch noch sehnruhig Schildskin an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, Kopo. Und so als Eisblock kann man ja eher schlecht auf dich aufmerksam machen, nicht wahr, Kopo? Das ist irgendwie ein unsympathischer Zeitgenosse, Kopo, aber es scheint so, als hätte sich Schildskin schon auf die Reise gemacht. Hoffentlich schreibt er bald, Kopo. So, ich speichere gleich mal. So, gespeichert und dann schauen wir einfach mal. Active Time Event, die Miete hat's gesehen. Ach, du bist es. Weißt du vielleicht, was ich jetzt machen soll? Um Verzeihung bitten möchte ich nicht, aber alle Chefin Geld, nur ich nicht. Aber halt nur, wenn ich den einen aus der Gruppe vorhin... Wenn ich von dem erzähle, muss ich mich vielleicht nicht entschuldigen. Hä? Na ja, dann schauen wir einfach erstmal überall rein, würde ich sagen. Herzlich willkommen! So, wenn ich das jetzt könnte ich zweimal, das wird's verbessern. Den hätte ich dreimal kaufen. Dreimal. Ach. Dreimal. Kaufen auch. Kaufen wir auch. So, habe ich das jetzt auch schon? Wurscht. Kaufen wir auch. So, jetzt schaue ich, dass ich die noch ausrüste. Was ist denn da jetzt los? Ach Gott, muss ich... Achso, was ist denn das? Da kann ich jetzt, glaube ich, dieses Kartenspiel da... Oh, ein Kartenspiel? Ja. Wenn ich gewinne, müsste ich aber etwas kaufen, ja? Oh, shit. Zu Beginn müssen 5 Karten gewählt werden. 1, 2, 3, 4, 5. Einverstanden? Ja. Was anderes nehme ich übrig. Über diese öffnet, zeigt die gelben Dreiecksmarkierungen auf eine gegnerische Karte, diese umgedreht und zur eigenen. Wurden alle Karten abgelegt, ist die Partie zu Ende. Mit mehr Karten ist der Gewinner. Hä? Warum denn? Noch eine Partie, ja. Einverstanden. Ja. Ich überreise es nämlich nicht ganz, so wenn ich ehrlich bin.
Diese Grimmkarte verloren. Noch eine passieren? Nein. Überreiß ich nicht. Egal. Achso, aber da war doch gerade noch was unten, oder? Überlegung, ob nachher halt einer guten Rüstung oder Waffe diese geht. Ja, das geht ja schon. Stehen Sie mal kurz davor, eine neue Ability zu lernen? Wurscht. Vielleicht kann man reinlugen ins Zimmer schauen. Wohl noch keiner zurück. Na gut. Ich bin der Dorfschulz dieses Dorfes. Was willst du hier? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Sofort raus. Gut. Das kann nur sein von denen sein. Gibt es da was zum Sehen? Ich habe nur nachgedacht. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen, dich direkt in dich verschossen, stimmt's? Nein, das stimmt gar nicht. Jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Eigentlich habe ich noch nie über so etwas nachgedacht. Echt nicht? Also ich denke, irgendwie an nichts anderes. In Lindblum fliegen sie sowieso alle auf mich. Wenn du also mal diesbezüglich Hilfe brauchst, werde ich dir mit Rat und gut, danke. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagebesprechung einrufen. Ich gehe Lilly und den alten Steiner suchen. Geh doch schon mal in die Pension zurück. Gut, habe verstanden. Ach ja, was gibt's denn hier nun tatsächlich zu sehen? Ich höre immer so ein Krähe von hier drüben. Na dann läuft da wohl irgendwo ein Chocobo rum. Also bis gleich in der Pension. Okay. Was wohl ein Chocobo sein mag? Chocobo! Ah. Den alten Steiner mal außen vor. Wo ist denn Lilly hingegangen? Miete hat schon wieder gesehen. Man hat der ein Gesicht gemacht, als hätte der Brain beim Duschen gesehen. Man hat ihn direkt von den jungen Arbeitern in Gewahrsam nehmen lassen. Jetzt nur noch den scheinheiligen Spiegel, die anderen das Dorf verlassen. Huch, schnell schlafen legen. Lilly bemüht sich immer noch. Vorhin wurde ich zwar bla zu schnell geklickt und herzlich willkommen. Hättet ihr vielleicht Lust, euch ein wenig mit mir zu unterhalten? Unterhalten? Ich komme auch aus einem Dorf. Also. Bolle, was soll denn das? Siehst du nicht, dass wir Kundschaft haben? Dann erzähle ich dir eben nicht, was ich gerade krasses gesehen habe. Edge, krasses. Siehst du denn nicht, dass ich gerade arbeite? Oh nein, bitte lasst euch nicht von mir stören. Das ist die Gelegenheit, ein normales Gespräch zu verfolgen. Recht, das werde ich auch nicht. Und zwar... Wozu braucht man denn hier eine Wache? Kommt doch eh keine Sau vorbei. Oh Gott. Irgendwie die Zahnräder blockieren.
aber vorher mal schauen, was Aries ist. Zwölf Kameraden, die Seele der Vigo zu finden, blicken wir uns gegen Aries auf Reisen in den Osten. Okay. So, schon mal deine. Entschuldigt, aber wir haben noch nicht geöffnet. Oder benötigt ihr jetzt mein Arzneimittel? Ja. Kam hier ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren vorbei? Nein. Gut. Jetzt komme ich sicher zu dem Feld zu der Euden. Mädel, das ist vorhin so ein kleines Ding Richtung Dorf gelaufen. Yep. Vor einem Jahr waren hier noch überall Felder, jetzt gibt es nur noch dieses seltsame Symbol vor dem Dorf. Ich will zu der blöden Kiste da oben. Alter, weg da. Ich kann nicht einfach alleine weggehen. Wollen wir wahrscheinlich nachher nochmal daher. Und da ich auch quasi gesehen habe, wo sie hin ist. Glaubst du, die können noch rennen? Und die sind so niedlich, deswegen stehe ich immer hier und lausche. Da hast du ihn gehört. Und du kleiner Geschraubter. Glaubst du, die können auch rennen? Erst. Danke, den müssen wir nicht mehr auf den Feldern arbeiten. Sie war da. Lilly. Gibt's was umsonst oder wie? Ja, aber schau mal, da ist blöd. Links, rechts, links, rechts. Sieh da an. Was hast du gesehen? Nein, es ist nicht. Es ist alles in bester Ordnung. Aber irgendwas ist anders. Was denn? Jetzt weiß ich's. Oh. Bei dem Theaterstück habe ich ja auch gut mitgespielt, oder? Ja, habe ich fast schon gedacht, dass du so gut bist wie Ruby. Das Frauen. Ja. Meister Eons Werke sind meine Lieblingsstücke. Ich habe sie alle gesehen. Und das Stück, Deine Taube möchte ich sein, ist mein Lieblingsstück. So ist das. Das wusste ich ja gar nicht. Ist Ruby die Dame, die ich auf dem Theater Schiff traf und die eine etwas seltsame Redeweise hatte? Ja, genau die. Vielleicht sollte ich versuchen, so zu sprechen wie sie. Hä? Was? Oh nein, nein, nein. Das ist Rubys ganz eigener Stil. Den kann man einfach nicht nachmachen. Sie ist teilweise auch nicht immer zu verstehen. Deswegen solltest du versuchen, ganz normal zu sprechen. Wie du wünschst. Gut, verstanden. Ich wollte gleich mit allen besprechen, wie es jetzt weitergeht. Würdest du schon mal zur Pension zurückgehen? Und du sie dann? Ich bin auch gleich da. Gut, dann werde ich schon mal vorgehen. Nicht schlecht, du redest, also wärst du hier aufgewachsen. Vielleicht wird es dann doch noch was mit dem Grenzübergehören. Vielen Dank, es war nett mit euch. Die war aber komisch. So. Ach, soll es schon noch bleiben, wo die Todesschatten wachsen. Erstmal zurück zur Pension. So, ich speichere jetzt nochmal und sag vielen Dank fürs Zuschauen.
Und wir sehen uns dann zu einer nächsten Folge. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch weiterhören. Wir sehen uns auf alle Fälle dann zu einer nächsten Folge von Final Fantasy 9. Und werden einfach mal schauen, Vivi verschwunden. Steiner ist uns völlig egal. Und Prinzessin, ja, Prinzessin ist hoffentlich da. Bis zum nächsten Mal. Danke und Servus.